Die Rasse Limousin zeichnet sich halt einfach durch ihren ruhigen Charakter aus. Auch dieser Einzeltiercharakter. Also die Tiere, die sind wirklich von Tier zu Tier unterschiedlich und doch irgendwie haben die alle ihren eigenen Kopf. Aber darum sind sie eigentlich auch so besonders. Man hat halt wirklich eine starke Verbindung zu den Tieren. Und man weiß auch genau, wie welches Tier reagiert. Und es macht halt einfach total Spaß, mit denen zu arbeiten. Also wir haben wirklich total Freude daran. Ich meine, wir sind damit aufgewachsen und groß geworden. Und ich glaube, jeder, der seine Kühe zu Hause hat, der kann das irgendwie nachvollziehen, wenn man da erstmal so mit drinsteckt, wie sehr einem das doch Spaß macht. Und ich glaube, es ist auch irgendwie was ganz Besonderes, wenn man seine eigenen Tiere noch zu Hause hat, als wenn man irgendwo hingeht. Und ja, wir machen das seit 30 Jahren und ich würde sie nicht missen wollen. Hallo, ich bin Renke Specht. Ich bin Sonja Specht. Ich bin Wiebke Specht. Ich bin Eike Specht. Ich bin Sönke Specht. Wasser Specht. Anna Specht. Ich bin die Auszubildende Sophie Kaiser. Wir sind hier alle in Hollwege auf unserem Limousin-Zuchtbetrieb, den wir seit 30 Jahren hier in Hollwege im Ammerland führen. Wie gesagt, vor 30 Jahren sind wir angefangen mit Limousin-Zucht, haben nach ganz kurzer Zeit angefangen, uns auf Hornlos zu spezialisieren und haben mittlerweile 2/3 unserer Herde auf Homozygot Hornlos gezüchtet. Wir vermarkten jährlich 60 Deckbullen, sowohl für die KB wie auch für Mutterkuhbetriebe wie für Milchkuhbetriebe. Ein Teil Rinder vermarkten wir noch als Hochtragende, als Deckfähige oder als Absetzer. Und der Rest geht zu unserem Ladenschlachter hier vor Ort in Westerstede. Zusätzlich halten wir auf unserem Betrieb 200 Edelschweinsauen. Wir haben mein Ur-Uropa ist 1894, stimmt das jetzt? 1894 hier ins Ammerland gekommen, der kam gebürtig aus Filsum. Und ist damals Gründungsmitglied bei der Ammerländer Schweinezuchtgesellschaft geworden, sodass wir seitdem die Ammerländer Schweine hier behalten. Dies auch in Ostfriesland bei Eckhoff und bei Multi als Ammerländer Edelschwein zu kaufen gibt. Komplett im geschlossenen System. Zusätzlich haben wir 300 Hektar Fläche, die sich in Grünland und in Ackerland teilen. Eine 250 kW Biogasanlage, um die Wärme für unsere Sauenställe zu haben. Wie vorhin zu Anfang schon gesagt, zu der Rasse Limousin sind wir vor 30 Jahren gekommen. Wir waren aufgrund unserer Schweinezucht viel in Frankreich unterwegs und ich habe mich dann mit den Mutterkühen beschäftigt. Und damals interessierte mich die Rasse Limousin oder Charolais. Und Limousin war für uns dann irgendwann doch ganz schnell der Favorit durch das extreme Leichtkalbige, durch das Ruhige und weil die Rasse einfach durch ihre Knochenfeinheit mit sehr wenig und vor allem auch nicht so gehaltvollem Futter unheimlich viel machen kann. Und dieses Leichtkalbige in der Kreuzungszucht hat mich dann natürlich züchterisch begeistert, weil ich so einfach unser Kundengebiet, dass ich die Milchviehbetriebe auch alle mit erreichen kann oder wenigstens viele, hat mich total fasziniert und davon war ich überzeugt und somit sind wir da angefangen. Und wenn man dann das sieht in 30 Jahren, dass das nicht nur Sonja und ich so leben, sondern unsere Kinder auch, dann ist man natürlich sehr glücklich darüber. Einfach. Judith muss los. Ja, okay, du darfst jetzt nicht Moon. Jetzt gehen wir den Stall entlang. Das klappt wieder mal nicht mit dir. Ja. Du hörst wahrscheinlich die Bullen besser wie mich, ne?